Wisst ihr, es ist Freitagabend. Manche Personen schauen sich jetzt gerade einen Film an. Manche Personen zocken schon mit Freunden. Manche Personen liegen sogar schon im Bett. Manche Personen gehen auf die Toilette und. Okay. Und manche Personen wie ich gehen auf YouTube und suchen nach schlechte Werbungen raus. Und was finden sie? Alter, ich fand einen fucking Softporno, Mann. Der hätte locker Katakasa-Witsche mitspielen können. Wie ekelhaft ist das denn? Ist das besser für Pädophile oder was? Aber jetzt mal ernsthaft. Welcher scheiß Regisseur denkt sich bestimmt so eine Kackstory aus? Wisst ihr, was das nämlich am Ende ist? Es ist eine fucking Werbung für Ace. Es ist so eine Art O-Saft-Gedings. Diese Geste war tatsächlich dafür gedacht, um zu sagen, ey, du musst die Flasche schütteln. Ey, ich komme nicht darauf klar, dass das früher echt eine Werbung war. Ich kann mir schon echt gut vorstellen, wie der ganze Scheiß überhaupt abgelaufen ist. Ey, Alter, ich brauche den fucking scheiß Werbung. Am besten für mein Getränk. Hast du da eine Idee? Also man könnte ja von mehreren Flugzeugen natürlich etwas Cooles machen. Man könnte aber auch einfach so eine Art Trickfilm-Dings machen. Aber das ist alles viel zu viel Aufwand. Ah, ich hab's! Ach du Scheiße, ich hab echt einen Dachschaden. Ich hab echt einen fucking Dachschaden.